Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Es fallen nur noch 50 Abonnenten für die 1000 Abonnenten. Das heißt, 50 Abonnenten und der Unlock All geht aus. Also schreibt's mir jetzt noch auf Instagram, dass ihr den Unlock All haben wollt. Schreibt's einen Kommentar, warum ihr den Unlock All unbedingt haben wollt. Und dann die Auflösung, sobald ihr die 1000 Abonnenten habt. Jo Leute, ich habe mit Abex zusammen einen neuen Money Job. Im Hintergrund seht ihr gerade, wie diesen Money Job beidreht. Falls ihr so eine Einladung bekommt, könnt ihr einfach die Einstellung so lassen, wie es sind. Oder stellt ein Radio aus, was euch halt lieber ist. Das ist ein Überlebenskampf-Money-Job. Den könnt ihr gern zu viert mit euren Freunden spielen. Und ja, wenn ihr da jetzt beitretet, steht da ein Countdown von 18 Sekunden oder 19. Wenn dieser Countdown abgelaufen ist, werdet ihr einfach 100.000 GTA-Dollar in der Sekunde kriegen. Ihr dürft nur nicht sterben, sonst ist der Job vorbei. Und um da in diesen Job dann reinzukommen, also ihr seht gerade, ich krieg 100.000 GTA-Dollar in der Sekunde. Und um in diesen Job reinzukommen, müsst ihr einfach dieses Video liken. Bestenfalls abonniert sie mich, Glocke aktivieren wäre auch noch nice. Und dann schreibt sie einen Konsolenname oder Social Club-Name. Je nachdem, auf was ihr spielt, so oft ihr kennt es in die Kommentare. Je öfter ihr kommentiert, desto höher ist die Chance, eingeladen zu werden. Und ich werde euch jetzt noch sagen, also ich bin jetzt gestorben, ich werde euch jetzt noch sagen, wenn ich in freien Modus gehe, dass ihr wirklich das Geld bekommt. Ich gehe jetzt einmal in freien Modus. Also kommentiert, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf YouTube und dann sehr gute Chancen, in diesen Money Job reinzukommen. Und ihr seht, sag, ich habe dieses Geld bekommen. So Leute, kurz bevor das ganze Video losgeht, will ich noch erwähnen, in diesem Video sind 5 Dollarzeichen versteckt. Und wer als erstes die 5 Dollarzeichen als Screenshot an mir auf Instagram schickt, dort heißt sie wasek.offizial, der kriegt instant eine Money-Job-Einladung. Ihr müsst einfach die 5 Dollarzeichen Screenshot schicken, einen PSN, Social Club oder Xbox-Namen dazu schreiben und ihr kriegt instant an Money Job Einladung. Also macht es auf jeden Fall, lohnt sich. Vor allem, ihr habt nicht so viel Zuschauer, das heißt, ihr habt eine gute Chance, dass ihr Erster seid. Und dann geht's jetzt los mit dem Video. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem erneuten Money Glitch auf meinem Kanal. Jetzt habe ich einen Money Glitch, bei dem ihr einfach so 10 Millionen GTA-Dollar kriegt pro Mal ausfüllen. Den Glitch könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Ist wirklich krass und dann würde ich sagen, legen wir los. Also, bei diesem Glitch müsst ihr mal dahin, wo ich jetzt bin, das ist da, bei der Autobahn, da ist so eine verpackte Brücke, wo ihr euch einfach eine glitchen könnt und so weit, sorry, ist ein bisschen weiter unten, also es ist circa da. Fahrt ihr einfach mal dorthin, wichtig ist, ihr braucht irgendein Fahrzeug, es kann auch ruhig geklaut sein, also dieser Glitch ist ohne alles. Und ja, wenn ihr jetzt dort seid, müsst ihr mal auf euer Fahrzeug aufstellen und in die Brücke reingehen. Wenn ihr in der Brücke dann drinnen seid, müsst ihr einmal einen beliebigen Job starten. Also es muss aber eine Mission sein. Also eine Mission müsst ihr starten, eine beliebige. So, wenn jetzt da aufgeht, nicht mehr bewegen, geht ihr so auf Online, auf Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellt, geht es auf Missionen und jetzt ist egal, wer hier startet. Best nehmt einfach die erste oder je nachdem, was euer Level halt zulässt. Weil es ist nicht jede Mission ab Level 1. So wie zum Beispiel die ist ab Level 24. Aber es gibt auch Missionen ab Level 1, also ist es ganz egal. So, jetzt sehen ihr Spawns außerhalb der Brücke. Jetzt müsst ihr in euer Fahrzeug rein. Jetzt fahrt ihr mal auf die Straßen hin. Jetzt schaut ihr, dass da irgendwo LKW ist. Und fahrt einmal dagegen. Dass dieser LKW-Fahrer also wütend auf euch wird. Am besten LKW-Fahrer, weil die sind meistens diese Typen, die aussteigen und euch dann schlagen. Da war ihr, der euch zusammenschlagt, geht ihr auf GTA Online verlassen. Und sobald ihr circa fast tot seid, das muss noch sein, bevor ihr tot seid, müsst ihr auf GTA Online verlassen drücken. So. Wenn jetzt GTA Online verlasst, kannst du gerne der Wahl mir auf Instagram folgen. Link ist in der Videobeschreibung. Schreibt mir dort an, wenn ihr einen Money Job wollt. Und wichtig, wenn ihr einen Money Job wollt, kommentiert einen PSN, Social Club oder Xbox Namen so oft ihr kennt in die Kommentare.
Umso öfter kommentiert, umso höher ist die Chance, dass ihr einen Job bekommt. Als nächster geht es ja in einer Sitzung für Spiel, na, nicht für Spieler, also in einer Solo-Sitzung. Müsst ihr jetzt eine geben. Wenn ihr drin seid, müsst ihr im Passivmodus aktivieren und nochmal in dieser Brücke eine geben. Und normal kann man im Passivmodus nicht sterben, außer ihr werdet halt voll zusammengeführt. Aber sobald ihr jetzt im Passivmodus stirbt, werdet ihr sehen, ihr kriegt einfach 10 Millionen GTA-Dollar, wenn ihr spawnt. Macht den Glitch noch, wenn er nicht beim ersten Mal funktioniert, macht ihn mal zweites Mal oder drittes Mal. Er lohnt sich wirklich. Aber normal sollte ihm jeder beim ersten Mal schaffen, weil das jetzt wirklich einfach, solange ihr nicht sterbt vom LKW-Fahrer, sollte es jeder schaffen. Jetzt geht es ins Interaktionsmenü, Passivmodus aktivieren. So, falls ihr in einem Motorradclub oder so drin seid, also könnt ihr gar nicht mehr sein, weil ihr GTA Online verlassen habt. Falls ihr den Spawnpunkt nicht auf letzter Ort gehabt habt, fahrt ihr einfach wieder daher. Der Zeitraum, in dem ihr da aufsteigen müsst, ist egal. Ihr dürft in diesem Zeitraum nicht sterben. Müsst ihr wichtig im Passivmodus sein. Jetzt stellt ihr euch da auf. Jetzt deaktiviert ihr den Passivmodus, jetzt wird dieser Countdown da sein. Und bei 20 Sekunden geht es ja einen Schritt nach vor in dieser Brücke und ihr werdet sehen, ihr werdet jetzt einfach sterben. Zack, ich bin jetzt gestorben. Wenn ihr jetzt spawnt, werdet ihr sehen, ihr kriegt 10 Millionen GTA-Dollar und da ist das Geld. Wir sehen uns dann im nächsten Glitch wieder. Ciao.